Schön. Und ein herzliches Willkommen zurück in der Welt von Lego Dimensions. Es ist ein ziemlich witziger Startbildschirm, da passiert andauernd was im Hintergrund. Die Lady aus Portal kommt da durchgeschossen. Da oben hockt so ein Zauberer von Ostaffe ab und zu. Rennt Homer Simpson durch die Gegend. Ja. Und der Kerl von Zurück in die Zukunft. Fox McCloud? Nee, das ist ein anderer. Das ist der von Star Fox. Alter Falter. Das ist das steigende Alter. Aber ist auch egal. Wir laden auf jeden Fall unsere Story-Kampagne. Sind in dem letzten Video oder in dem letzten Kampagnen-Video ja, wieder durchs Tor zurückgekommen, haben ein bisschen die Welt von DC Universe erkundigt. Aber ich will mich jetzt auf jeden Fall weiter in die Kampagne stürzen. Mittlerweile weiß ich auch, wie es geht. Man muss nämlich nicht in dieses Portal-Dingster-Bumster, sondern man muss immer durch dieses, also ins Portal, ja, aber nicht in diese Welt, wo man die verschiedenen Portale für die verschiedenen Welten auswählen kann, sondern man muss in dieses Hauptportal hier reingehen. Tja, und das werden wir machen. Wir haben die drei Hauptcharaktere und das Batmobil und schwupps, ab ins nächste Abenteuer. Ich bin gespannt, welche Welt kommt. Ich habe keinen Plan. Die Simpsons! Wo sind wir? Und warum ist hier alles so komisch? Yeah! Sehr, sehr cool. Schön. Ferngesehen. Finden wir raus, warum wir hier sind. Tja, das dürfte das erste Mal im Leben von Gandalf gewesen sein, dass er einen Donut gegessen und ferngeguckt hat. Ich habe keinen Plan, was man damit macht. Gut. Das ist das Wohnzimmer des Simpsons. Sehr cool. Können wir es kaputt machen? Nö. Wir können durch die Gegend hüpfen. Aber wir gehen mal zu Batman. Ich will zu Batman. Gib mir Batman. Hier, Batman. So, schwupp, nur Charaktere wie Einhorn-Kitty, so heißt die doch, glaube ich, ne? Die Regenbogenfähigkeit haben, ja, die sagenumwobene Regenbogenfähigkeit, können bunte Lego-Gegenstände zerstören. Ja, so ein Scheiß. Und das kann tatsächlich, wollt ihr mich verarschen, nur Einhorn-Kitty? Also ich muss, ich meine, es ist mir ja klar, dass die Jungs hier mit ihren Lego-Figuren Geld verdienen wollen, aber es muss doch wenigstens mal eine Auswahl von mehreren Charakteren geben. Da kann ich hier echt nur mit Einhorn-Kitty durch. Hm. Na gut. So, ich kann gegen den Fernseher hauen. Der ist übrigens ein Flachbildfernseher. Hm. Der echte Simpsons-Fernseher ist ja nicht Flachbild. Gut, egal. Gucken wir mal. Können wir hier noch irgendwas kaputt hauen? Nee, wir haben auf jeden Fall das Haus der Simpsons zerstört. Ah. Here we go. Alles klar, da können wir dann was bauen, und zwar mit Wildstyle. Hat das mit dem automatischen Wechseln der Figuren funktioniert nur bedingt. Ach, jetzt muss ich sie, warte mal, Wildstyle von dem linken auf das rechte Pad stellen. Schwupp. So. Achso, wie war das? Und bauen tut dann Gandalf, oder was? Nee. Also, alter Falter, man sieht Video Nummer 5... 4 der Story-Kampagne, aber so ein bisschen Anfänger bin ich dann halt doch noch. Ah, jetzt habe ich es hier. Greifhaken. Alles klar. Bettys Aufgabe. Oh, ein Schalter, ein Schalter. Was kann man da machen? Ne, das wollte ich nicht. Ah. Tja, Rätsel der allerobersten Güteklasse. Ah, hier kann ich wieder was bauen. Alles klar, ja, so langsam steige ich dahinter. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kriegen wir schon noch hin. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt brauchen wir eine Rampe für das Batmobil. Hätten wir nicht einfach durch die Tür gehen können? Nein.
denn diese Tür ist verschlossen. Gut. Dieses Gefährt könnte selbst mit Schattenfell um die Wette rennen. Aber sowas von. So, Gandalf, auf geht's. Und die anderen kommen durch die Tür hinterher. Nee, auch durchs Fenster. Jawohl, elegant. Gut. Ach, der Hund. Hallo, Hund. Ich habe noch so leichte Fahrprobleme. Aber Gandalf ist wahrscheinlich auch nicht der optimale Pilot für das Batmobil, zugegebenermaßen. So, gucken wir jetzt. Machen wir erstmal den Garten von den Simpsons unsicher und sammeln ein paar Sachen ein. Mittlerweile weiß ich ja auch, dass man diese Lego-Steine hier alle braucht. Um alle möglichen Dinge in der Welt von Lego Dimensions zu bauen. Oh, was ist denn hier los? Interessant. Die Zeichen auf dem Gerät sehen so aus wie die auf dem Wechselstein. Vielleicht gehören sie zusammen. Jemand will uns helfen. Wenn du meinst. Stimmt. Und warte mal, ich guck mal schnell auf mein echtes Portal. Hier sind andere Farben. Das ist ein anderer Wechselstein. Kann ich da so reinhüpfen? Nee. Ach, aber ich kann doch wieder was hier zaubern, ne? Nee, kann ich nicht. Vierecktaste. Ui. Ah, jetzt haben wir ein paar Portale aktiviert und können somit an Orte kommen, wo wir bisher nicht waren. Schwupp. Setz deinen Charakter auf das gelbe, rote oder blaue Feld des Toypads, um ihn im Spiel zu versetzen. Ah, sehr clever. Ja gut, das ist wirklich eine ziemlich coole Integration des Toypads. Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir schicken Batman aufs Dach. Das heißt, auf dem Toypad setze ich Batman auf das gelbe Pad. Schwupp, taucht da oben auf dem Dach auf. Wildstyle. Ja, Wildstyle steht ja schon auf dem lila Feld. Heb sie mal kurz hoch, stell sie wieder drauf. Und schwupp, geht sie auch aufs Dach. Aber warum ist denn Batman wieder unten? Ah, ja klar, weil ich natürlich den Charakter auswählen muss, den ich auch ausgewählt habe. Also anders. Gandalf aufs gelbe Feld. So. Schwupp. Ah, das muss ich schieben, alles klar. Und runterschieben. Warum auch immer die Simpsons sowas auf dem Dach stehen haben. Man weiß es nicht. Oh, die arme Hundehütte kaputt gemacht. Und was mit dem armen Hund? Ich dachte, ich könnte da vielleicht runter. Gut. Dann, warte mal, hier können wir erst noch was zerstören, oder? Können wir das noch zerstören? Jawohl, alles, was aus Lego ist, ist zerstörungsbar, um es mal so zu nennen. Oh, was ist das denn Schönes? Nur Charaktere wie Scooby-Doo, die die Grabenfähigkeit haben können, in Lego-Erde graben. Das ist Lego-Erde. Ah, und das hier? Halt. Sieht mir eher aus wie eine, ach so, eine Skateboard-Rampe, ne? Eine Skateboard-Rampe. Und was ist das hier Schönes? Ist das Humers Grill? Ne, ist irgendwas ganz anderes wieder. Okay. Aber Humers Schubkarre können wir bestimmt noch zerlegen. So, her mit den Steinchen. Gut, alles klar. Komm, dann wechseln wir mal Wildstyle und gehen mit Wildstyle aufs Dach. Ich setze Wildstyle, schwupp, aufs lila Pad. Ja, das ist ziemlich cool. Halt! Ah. War das so geplant? Müssen wir mal gucken, ob das so geplant war. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal mit Batman. Machen wir erstmal das andere hier. Gehen wir erstmal zu dem blauen Portal da oben auf dem Baum. Also ich setze Batman aufs blaue Toypad-Teil. Schwupp. Holt er sich die drei Lego-Steine von da oben. Alles da, wo ist eigentlich das Baumhaus? Warum ist hier kein Baumhaus bei den Simpsons? Ach, das konnte ich auch noch zerhauen, siehst du mal. Okay, alles klar, also die beiden Sachen haben wir gekrallt, aber wie kommen wir jetzt... Gandalf, Baby, komm mal her. Du kannst hier nämlich was bauen. Ein Trampolin. Siehst du mal, schwupp. Hängt er sich dran, der gute Mann.
klettern wir Schritt für Schritt nach oben. Ja, interessante Konstruktion, die sie hier im Simpsons Haus befinden. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass das im Zeichentrickfilm auch so war. Gut. Das dauert alles ein bisschen, ne? Gandalf ist ja ein alter Mann. Schwupp. Warum ist Batman auf einmal da? Nein! Oh nein! Die Welt der Simpsons wird angegriffen. Von keinem Geringeren als Lord Business aus dem Lego-Movie. Now Flame Grilled. Batarang! Ja, für was die Dinger alles gut sind. Oh, oh, jetzt aber. Was ist denn jetzt los? Ah, krasse Sache. Durch die Ringe. Flieg durch die Ringe, Gandalf. Das ist sehr cool. Springfield von oben. Ach, da hätte ich noch mehr zerstören können. Kann ich irgendwas, kann ich auch schlagen und sowas? Ein bisschen was kann ich auch schlagen anscheinend, ne? Oh! So, könntet ihr beide euch auch um die Gegner kümmern? Vielen Dank. Hier kann ich dann, glaube ich, auch speichern, wenn ich es richtig sehe. Ich sammle aber jetzt erstmal hier alles an Lego-Steinen ein, was man hier so sammeln kann, ne? So. Alles klar. Eine Runde speichern und fortfahren. Vielen Dank. Da ist noch ein Steinchen. Das ist irgendwie total cool, ne? Wenn man hier unten so die Lego-Simpsons-Welt sieht, leider kann man da nicht so richtig runtergucken. Die Kamera lässt sich also wirklich nur eingeschränkt bewegen. Aber kann ich den vorbeifliegenden Typen da eigentlich erwischen? Hier. Zack. Haha. Oh. Entschuldigung. Jetzt habe ich es runtergeschubst, ne? Wildstyle. Das war eigentlich dein Job, stimmt's? Da ist noch einer. Nein. Nein. Entschuldigung, Batman. Geht's trotzdem mal zu Wilds darüber? Kann die jetzt schon irgendwas machen? So, also, warte mal. Wilds kann irgendwas. Ach ja, Wilds muss ich jetzt wieder. Ich muss daran denken. Immer in die reale Welt denken. Wilds muss auf den linken Teil des Toypads. Aber während sie da draufsteht, ne? Ach, jetzt muss ich aufs Mittlere. Ja klar, die ändern das immer. Wenn ich draufstehe, muss ich irgendwas verändern, irgendwas machen. Wildstyle auf die Mitte. Zack. Ah, it's magic. Und jetzt kann Gandalf wieder irgendwas machen, stimmt's? Nö. Ach, warte mal, wir müssen euch... Warte mal, das Toypad. Nee, das Toypad leuchtet weiß hinter mir. Ich muss mich immer umdrehen. Was muss ich denn tun? Was muss ich denn tun? Ah, von oben drauf hüpfen. Siehst du, das war mein Gedankengang. Aber hilft uns das jetzt wirklich weiter? Gib ein paar Lego-Steinchen, das war's auch, ne? Ach, das war's schon. Manche, ja, ich muss mir erstmal diese unglaublich einfachen Rätsel in Lego-Spielen gewöhnen. Ah. Manchmal denkt man komplizierter, als es unbedingt sein muss. So. Oh. Böse Schergen. Des Lord Business. Tschüss. Kreistaste, das kriege ich auch noch hin. Das Fundament-Artefakt wurde geordnet. Es befindet sich in den Händen eines Angestellten. System wurde kompromittiert. Selbstzerstörung in T-3. Oh oh. Detonation. Ich denke, wir brauchen
Zugriff auf noch mehr Konsolen, um rauszufinden, wo er hin will. Okay. Huhu! Da unten ist doch noch einer hier. Kann man den angreifen? Nee, ach, da kommt noch einer, siehst du. Erstmal wieder wilde Zerstörungswut. Ja, die Bewohner von Lego-Universen sind es gewohnt, dass man ihre Gegenstände, Städte und so weiter in Schutt und Asche legt. Ach so, hier, genau, da kann ich jetzt, warte mal. Erstmal Lego-Steine einsammeln, ja. Regel Nummer 1. Dann kann ich wieder was bauen, beziehungsweise Gandalf kann das. So. Genau, und dann können wir dann nämlich mit dem Batmobil wieder drauf zugreifen. So läuft das hier. Oh, diese Lego-Steine verschwinden auch immer so schnell, ne? Dabei sind sie so kostbar. So, Gandalf, dann... Ja, den Spruch sagst du jetzt auch bei jedem zweiten Mal. Ja, das ist jetzt doof, weil da so Lego-Steine drin liegen, ne? Das ist ja jetzt sehr ungeschickt. Ach, jetzt sind sie weg. Okay, alles klar. Dann übernimmt du das mal Wildstyle. Ach, ich bin ja auch doof, ne? Gibt's ja noch was zum Bauen. Ach, ja, so richtig fluffig läuft das hier noch nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Eingewöhnungsphase. So, Gandalf, mach mal hinne. Schwuppdiwupp. Jawoll. Jetzt aber. Komm, alter Mann. Zeig, was in dir steckt. Ui. Oh, ist das ein Zwischengegner? Ah, ich kann nicht, während ich hüpfe, mit den Blitzen schießen. Warte mal. Was soll ich denn tun? Warte mal, ich kann ihn doch hier... Irgendwie kann ich doch... Ah! Warte mal, wenn er ihn... Also er trifft sie... Halt, du sollst nicht Batman hier hauen, du sollst das Ding da oben treffen, aber automatisch treffen tut das schon mal nicht. Jetzt versuche ich hier nochmal meinen Strahl aufzuladen. Macht aber nicht, ne? Wie geht denn das hier nochmal mit dem Aufladen von dem Dingenskirchen? Ach nee, man kann... Nee, okay, alles klar, dann kann ich nicht angreifen. Mir werden schon gezielt immer nur die Sachen gezeigt, die ich angreifen kann, aber ich kann ja nochmal so ein paar Raben runterschießen, sehe ich gerade. Ach, da ist ja ein Haken an seinem Mund, an seinem Lego-Mund sozusagen. Batman ist an der Reihe, alles klar. Ach, ich bin so unaufmerksam. So, sehr schön. Erstmal Lego-Steine sammeln, dann können wir bestimmt wieder irgendwas bauen. Beziehungsweise El Gandalfo. Schwubbeldi-dubbel. Sehr schön. Mühsam ernährte sich das Eichhörnchen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? Unternimmt alles, was notwendig ist, um diesen Angestellten in die Finger zu bekommen. Diesen Homer J. Sam? Egal, schnappt ihn euch. Zweites System wurde kompromittiert. Selbstzerstörung in T-3, 2, 1. Detonation. Homer J. Simpson hat also das, was wir brauchen. Schon mal gut zu wissen, den Jungen kennen wir ja. Nur die drei hier kennen ihn eben noch nicht. Ach, so kann man schneller fliegen, wenn man X drückt. Ui, alter Falter, da legt Gandalf den Turbo ein, du. Schwupp. Nächste Stufe. Und wieder so ein Roboter-Dings. Zwei so Roboter-Dingse. Aber die haben nichts, wo ich diesmal dran ziehen kann, ne? Ah, jetzt kann Gandalf sie aber bekämpfen mit seiner Fernwaffe. Läuft. Gandalf, die coole Socke. Ich will Lego-Steine sammeln, keine Zwischensequenz. Lasst mich doch hier erstmal. So. Erstmal der wilden Zerstörungswut frönen. Und Gandalfo kann was machen? Kann Gandalfo nicht? Ach, hier kann Gandalfo. Gandalfo muss an einer richtigen Stelle stehen, damit er das kann. Kann man gleich das Batmobil hauen? Nö.
drin sein. Ob wir da reinkommen? Bestimmt, aber ich muss mich erstmal hier um den Raben kümmern. Nein! Den da, halt! Nein! Hier, komm! Der Rabe! Ich will den Raben. Na also, geht doch. Achso, ich soll zu Wildstyle. Was ist mit dir los? Wildstyle? Du schwebst gerade in der Luft. Ich habe so meinen schweren Zweifel, dass das vom Spiel so gedacht ist. Also, das ist definitiv ein Bug. Das ist definitiv ein Bug. Gut, dann würde ich sagen, ist das jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um Kampagnenvideo Nummer 5 zu beenden. Was ist jetzt los? Jetzt bin ich runtergefallen und fahre durch irgendein unsichtbares Gebäude. Das ist ja echt ziemlich dämlich, ne? Nee, also, bringt mir tatsächlich gar nichts. Wir machen hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video auch wieder in der Simpsons-Welt. Aber siehst mal, dafür haben wir eine wunderschöne Vogelperspektive vom Lego Springfield. Aber hier stimmt definitiv irgendwas nicht. Alles klar, ich versuche den Fehler zu beheben. Im schlimmsten Fall muss ich es nochmal zocken, weil wirklich viel machen. Kann ich hier nicht, ne? Alles klar, bis zum nächsten Video. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss.